1Live. Domian. Das 1Live Talk Radio. 0800 220 5050. Domian. Im WDR Fernsehen und bei 1Live. 0800 220 5050. Ja, ihr Lieben. Schön, dass ihr da seid. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1Live Talk Radio in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch. Unser Thema heute Nacht heißt Reich und Unglücklich. Ich möchte gerne mit Menschen sprechen, auf die beides zutrifft, die sehr wohlhabend sind, sehr viel Geld haben, aber gleichzeitig unglücklich sind. Die vielleicht sagen, dass all der Reichtum, all der ganze Besitz nicht so sehr viel nützt, weil sie vielleicht einsam sind, weil sie vielleicht eine Liebe verloren haben oder einen Freund verloren haben, weil sie vielleicht krank sind, was auch immer. Reich und unglücklich, das ist unser Thema. Ich bin sehr gespannt auf eure Anrufe. Telefonnummer 0800 220 5050, Mailadresse domian@wdr.de. Wenn ihr meldet, bitte unbedingt die Telefonnummer draufschreiben. Der erste Anruf heute Nacht ist 28 Jahre alt und heißt Roland. Guten Morgen, Roland. Hallo, guten Abend, Domian. Hallo, Roland. Ja, die Sendung heißt Reich und Unglücklich. Ich gehe davon aus, dass du beides bist, wenn du dich gemeldet hast. Genau. Und zwar habe ich Anfang des Jahres eine Frau kennengelernt im Chat. Ja, jetzt wirst du bestimmt denken, im Chat wieder, ja, aber ich bin eigentlich auch so eine Einstellung, im Chat, da trifft man nur komische Menschen, aber wir haben uns ein paar Wochen lang geschrieben und uns dann das erste Mal getroffen und es hat von beiden Seiten auch sofort Peng gemacht, auf gut Deutsch. Und da hatte ich aber noch kein Geld, aber ich noch ganz normal Arbeitnehmer und hat sich so ein bisschen entwickelt und sie hat aber einen Freund und ich wusste, dass sie einen Freund hat und der Freund wusste auch, dass ich da bin. Und sie hat mich aber dennoch in ihr, ja, ich sag mal, in ihr Herz gelassen oder an sie, wir hatten was 3 Wochen. Jetzt habe ich nicht verstanden. Was war mit dem Herz gelassen? Ja, sie hat mich trotzdem in ihr Herz gelassen. Achso, in ihr Herz gelassen. Mhm. Richtig, genau. Und ja, und wir hatten halt 3 Wochen lang, ja, wie man sagt, eine Affäre. Ja. Und dann hat sich das aber nach diesen 3 Wochen von heute auf morgen direkt einfach mal abrupt wieder so ein bisschen, sie halt wieder zugemacht etwas, was ich nicht verstehen konnte. Ja. Und dann hat sich der Kontakt erstmal so ein bisschen gelegt und dann lief das Ganze nur auf E-Mails und reden war erstmal gar nicht mehr. Ja. Dann habe ich vor ungefähr, so 2 Monate später, habe ich den Lotto gewonnen. Ach. Eine Viertelmillion Euro. Ja. Nein. Doch. Eine Viertelmillion im Lotto. Richtig. Wie spektakulär. Ja. Wie spektakulär. Was hast denn du vorher beruflich gemacht? Ich bin EDV-Netzwerkadministrator. Nochmal, EDV was? Netzwerkadministrator. Richtig. Also ein relativ normaler Beruf, wo man keine Riesensummen verdient. Nein, nicht unbedingt. Also ist alles ein ganz normaler Beruf. Ja. Ja, ganz normal. Also und dann 250.000 Euro. Ja, ungefähr. Ungefähr im Lotto gewonnen. Richtig. Bist du ein regelmäßiger Lottospieler? Nein, also ich habe, das war das dritte Mal, dass ich mein ganzes Leben auf Lotto gespielt habe. Und dann gleich klappt es. Ich habe vorher ab und zu mal dieses Keno gespielt. Ja. Das sind halt diese kleineren Einsätze, weil ich halt von Glücksspiel eigentlich gar nichts halte. Mhm. Und eigentlich immer abgeneigt dagegen bin. Und ja, es war einfach nur so, spielst du einfach mal, weil halt ein Jackpot war und so. Ja. Ja, und dann komme ich von der Arbeit nach Hause, habe den Gewinnschein in der Hand und gucke im Videotext und guck mir die Gewinnzahlen an und guck auf meinen Schein und guck nochmal und... Ich kann es gar nicht glauben. Also was macht man denn dann in dem Moment? Ruft man da irgendwie bei der Lottogesellschaft an, nach dem Motto, stimmt das auch? Oder was hast du gemacht? Ich saß erstmal ganz konfus vor dem Gewinnschein und konnte erstmal gar nicht klaren Gedanken fassen, weil ich erstmal total baff war. Hab dann sofort meine Mutter angerufen, ihr das erzählt und ja, du spinnst, das kann doch nicht sein. Und das hat sie mir alles nicht geglaubt und ich dann sofort rüber und... Ja, und dann haben wir das halt Ganze, das bin ich dann sofort nächsten Tag, weil schon alles zu war, zum Lottogeschäft gegangen. Ja. Hab das nochmal alles, weil ich es, wie gesagt, bis dahin noch nicht glaube. Ich war einfach noch nicht überzeugt davon, weil es einfach so unglaublich ist. Ja. Bin da halt dahin und es war wirklich so. Und die haben dir dann den Kontakt zu der Lottogesellschaft gemacht und das alles erklärt, wie das dann abläuft. Richtig, ja. Gewinne werden nur bis, ich glaube, bis zu 5 oder bis zu 1.000 Euro ausgezahlt. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall nur geringfügig, also an der Stelle. Ja, ist klar.
Wie lange dauerte das denn, bis du dann dieses Geld auch auf deinem Konto hattest? Das dauerte, ja, ich sag mal, zwischen ein und zwei Wochen. So schnell geht das? Ja, es ging gerade fix, ja. Kam dann, ich meine, das ist ja schon eine erhebliche Summe, 250.000 Euro, kommt dann jemand von der Lottogesellschaft und berät dich? Oder kommt das einfach so sang- und klanglos auf dein Konto? Es gibt so Angebote. Ja. Wie man das Geld jetzt anlegen kann und was man damit anstellen könnte, wo man jetzt am besten irgendwo was rausschlagen kann und so weiter und so fort. Mhm. Aber ich habe mich davon, ich habe das Ganze gar nicht, also es lag nicht mehr am besten, das Ganze zu realisieren und habe einfach das Geld genommen auf gut Deutsch. Und aufs Konto erstmal gelegt. Aufs Konto erstmal gelegt, genau. So, jetzt bin ich gespannt. Du hast ja einleitend die Geschichte erzählt, dass du eine Frau im Internet kennengelernt hast. Richtig. Und das war da wieder eingeschlafen und dann kam der Lottogewinn. Ja, also dann habe ich nach diesen zwei Monaten ungefähr, jetzt kommt, ich weiß es gar nicht mehr genau, aber so ungefähr müsste es hinkommen, habe ich dann angeschrieben und per E-Mail habe ich das erzählt. Und ich habe auch prompt an demselben Tag noch eine E-Mail zurückbekommen, was mich dann schon sehr erstaunt war, weil er schreibt sie dann alle nur 2-3 Tage zurück. Also die Sache, wir halten das mal fest, die Sache war eingeschlafen zwischen euch beiden. Ja, einigermaßen, ja. War das eingeschlafen von ihrer Seite aus oder von deiner? Ja, definitiv von ihrer Seite. Definitiv von ihrer Seite. So, daraufhin, dann vergeht einige Zeit und dann mailst du ihr, dass du einen irren Lottogewinn gemacht hast. Ja, ich habe es nicht unbedingt, ich habe es so ein bisschen beiläufig dabei geschrieben. Ich habe es jetzt nicht so hochgeprahlt, weil ich das auch gar nicht wollte, sondern einfach nur so, im Beiläufigen, ich habe was ganz Tolles erlebt und war ganz, ganz vorsichtig und auch... Die Summe hast du gar nicht geschrieben? Nein. Nee, aber die junge Dame hat sich dann sehr schnell zurückgemeldet. Richtig. Ja. So, und dann sofort gefragt, ja, wie geht's dir und wie viel hast du denn gewonnen und so, so am Ende der Mail. Und dann PS halt, wie hoch war dein Gewinn denn, Fragezeichen, so, ne? Also ganz simpel. Und dann habe ich natürlich auch geschrieben, wie hoch der war, warum ich das verbergen, ist ja auch Blödsinn im Endeffekt. Ist klar. Und ja... Von dem Tag an, sag ich mal, war der Kontakt dann wieder etwas, ja, war der Kontakt nicht hergestellt, aber ich habe sie wieder telefonisch erreichen können, was vorher nicht möglich war, oder ganz, ganz selten mal. Ja. Und wir konnten uns gut unterhalten und so, ja. nun könnte ich denken, der Roland hat ja 250.000 Euro gewonnen, hat eine Frau, eigentlich müsste er jetzt glücklich sein, reich und glücklich. Warum bist du unglücklich? Weil ich einfach diese Frau nicht haben kann. Warum kannst du sie nicht haben? Weil ich weiß es nicht, ich habe keine Ahnung. Domian, ich kann es dir nicht erklären. Wie gesagt, ich habe schon eine oder andere Beziehung hinter mir. Aber dieser Mensch, das ist, ich kann es dir einfach nicht erklären. Ich weiß nicht, ob man das überhaupt empfinden kann oder nachfühlen kann. Weißt du, was ich gerade spontan gedacht habe? Dass die scharf ist auf dein Geld und du das durchblickst und deshalb funktioniert es nicht zwischen euch beiden. Das ist eine Möglichkeit. Ich würde sogar sagen, ich weiß nicht, ich bin so versessen auf diese Frau. Ich würde vielleicht sogar behaupten, wenn sie mich wegen dem Geld nimmt, ist mir das auch scheißegal. Bitte? Wenn? Wenn sie mich nur wegen dem Geld nimmt, dann ist mir das auch noch egal. Ja, wie ist denn der Stand der Dinge? Warum kommt ihr denn nicht zusammen? Ja, wie gesagt, ich habe absolut keine Ahnung. Es muss ja irgendwie. Er hat mir nur geschrieben, dass es halt ihr Freund macht Druck. Und er möchte, dass das beendet wird und er will sie sonst, er wollte sich umbringen sonst will er sie schlagen und er hat irgendwie damit Druck gemacht und also zu Anfang sehr, sehr stark. Mhm. Habt ihr denn noch realen Kontakt miteinander im Moment? Im Moment ja. Wie oft seht ihr euch? Das ist relativ selten, wobei ja relativ, also ein, zweimal im Monat, wo wenn es hochkommt. Einmal im Monat? Mhm. Ja, ein, zweimal im Monat. Und der Lottogewinn war nochmal wann genau? Vor vier Monaten. Ja, vor 4 Monaten. Also jetzt stehst du da mit der ganzen Menge Kohle und kriegst die Frau aber nicht, die du haben möchtest, obwohl die ganze Sache einen unangenehmen Beigeschmack hat, nämlich, dass sie so sich direkt gemeldet hat bei dir, nachdem du das erzählt hast mit dem Geld. Warum hast du das denn überhaupt mit dem Geld erzählt? Da hätte ich kein Wort drüber, keine Silbe verloren. Das habe ich mir auch schon gedacht. Das habe ich mir schon sehr, sehr oft gedacht. Ja, natürlich. Das hättest du dir, wenn es denn geklappt hätte zwischen euch beiden, hättest du es ihr irgendwann erzählen können. Ja. Aber ihr wart ja irgendwie fremde Leute. Und dann schreibst du gleich eine mehr oder weniger fremden Frau. Oder hast du das so mit der unterbewussten Berechnung gemacht, so kann ich sie vielleicht anlocken wieder? Domian, ich muss ehrlich sagen, wahrscheinlich auch, ja. Ja. Wahrscheinlich auch, weil irgendwo ich kann es dir das nicht erklären. Also ich habe da so viel für sie und da ist so viel irgendwie. Ich möchte diese Menschen irgendwie für mich gewinnen. Und ich habe mir schon dieses ganze Jahr versucht, alles Mögliche irgendwie. Aber ich muss dich mal ein bisschen stoppen. Ich glaube, du bist ziemlich von Sinnen in deiner Verliebtheit. Ich glaube auch. Den Satz, den du gerade gesagt hast. Und wenn die nur wegen des Geldes mich nimmt, wäre es mir auch egal. Ich weiß, das ist total.
Das ist schlimm. Irrsinnig an. Ja, das ist verrückt. Das Geld darf um Gottes Willen nicht die Grundlage sein für eure Liebe. Nein, das wäre dann keine, von ihrer Seite jedenfalls nicht. Ja, ich könnte auch nie eine große werden, weil ist mir total bewusst. Das Ganze wäre auf etwas ganz, ganz Schlechtem gebaut. Ja, richtig. Das Allerklügste wäre natürlich, aber das kann man keinem Verliebten sagen, weil der Verliebte das gar nicht hören kann oder will, wenn du dieser Frau aus dem Wege gehen würdest. Ja, ich habe es schon öfters versucht und ich habe ihre Nummer gelöscht, habe mich wirklich selber gequält, irgendwie jemand nicht mehr zu schreiben und, aber irgendwie dann doch wieder, weil ich habe einfach die Nummer im Kopf oder das bringt also im Endeffekt gar nichts, wenn ich die Nummer lösche. Sie fährt mir dann wieder ein, wenn ich anrufe. Also wenn jetzt ein großer Zampano käme und würde sagen, pass mal auf, Roland, entweder kriegst du diese Frau... Ja. Oder du darfst das Geld behalten. Entscheide dich zwischen dem Geld oder der Frau. Was würdest sofort du sagen? Sofort die Frau. Ja, das ist von deiner Seite aus, ist das sehr rührend, dass du es sagst. Und du scheinst hier wirklich sehr, sehr interessiert zu sein. Aber ich bin so skeptisch, was diese Frau anbelangt. Ja, Domain, ich verstehe es völlig. Ich muss dazu sagen, wie du schon sagtest, das hat keine Basis. Das ist vollkommen richtig, weil es einfach auf dieses Geld. Aber das ist nur die eine Seite des Unglücklichseins. Die andere ist auch noch gravierend. Und zwar, man hat plötzlich Freude, die man gar nicht hatte. Oder die man gar nicht hat. Ja, weil du auch viel zu viel redest. Ja, es ist einfach durch dieses... Ja, aber es ist nicht mal durch mich, nur durch mich, sondern durch... Wenn man es dann mal der Mutter erzählt, dann geht es sofort weiter und dann... es geht sofort rund und... das ist natürlich, wenn man dann... Das ist mir klar, ja. das ist natürlich klar. Wenn es erstmal durchgesickert ist, zieht das Leute an, die letztendlich null an dir interessiert sind, sondern einfach nur an deiner Kohle. Das ist halt ganz normal. Da musst du dich jetzt gegen abgrenzen und einen scharfen Blick haben. Am besten beziehst du dich nur auf Freunde von ganz früher, wo du weißt, das ist solide. Was hast du denn jetzt mit der Kohle gemacht? Liegt das immer noch auf dem Konto oder hast du es irgendwie angelegt oder dir irgendwas Tolles gekauft? Oder? Also ich habe einen Teil davon angelegt natürlich, auf jeden Fall. Denn alles verbraten möchte ich nun auch wieder nicht. Ich bin mir noch nicht ganz im Klaren, oder ich habe mir noch nicht wirklich intensive Gedanken darüber gemacht, was ich mit dem ganzen Geld nun wirklich anstellen möchte. Ja. Ich habe nur so kleine Wünsche erfüllt, wie ein tolles Sci-Fi-System zum Beispiel, oder mein Hobby halt, den Computer. Ja. Und ein bisschen für die Wohnung was getan. Und so. Das sind so all so Kleinigkeiten, die in Anführungszeichen Kleinigkeiten, was mir vorher gar nicht möglich war. Aber was ich mit dem Batzen machen möchte, ich weiß es eigentlich gar nicht, weil ich bin auch, eigentlich möchte ich ihn alleine gar nicht irgendwie köpfen oder irgendwie verwenden, denn ich möchte das irgendwie teilen mit irgendjemandem. Ja, am liebsten natürlich mit dieser besagten Frau. Ja, richtig. Natürlich. Also, Roland, Lotto-Millionär war mein erster Gast, der ziemlich viel Kohle jetzt hat, aber aufgrund der Liebesgeschichte sehr unglücklich ist. Ich kann nur noch mal als Außenstehender sagen, aber das weißt du ja selbst auch, Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Und gehe da wirklich mit Argusaugen ran an die ganze Geschichte. Ja, das ist das Problem. Das ist einfach das, was ich nicht kann. Ja. Also ich bin halt, ich weiß zwar, was da passiert oder warum und deshalb, aber trotzdem, ich bin so, wie du schon sagtest, verliebt. Mich kümmert es im Endeffekt gar nicht. Und ich habe wirklich Angst. Dennoch, versuch es mal wirklich irgendwie so auf dem Schirm zu haben. Vielleicht hilft es dir ein kleines bisschen. Lieber Roland, ich danke dir für den Anruf. Ja. Und sei wachsam, Junge. Definitiv werde ich tun, ja. Alles Gute wünsche ich dir. Danke. Tschüss. Tschüss. Also ihr Lieben, reich und unglücklich heißt unser Thema. Die meisten denken ja immer so, die nicht so viel Geld haben, ach, hätte ich doch erstmal Kohle, dann wären alle meine Sorgen irgendwie nicht so groß. Das stimmt ja in den meisten Fällen auch. Natürlich ist es sicher sehr angenehm, materielle Dinge zu haben und Geld zu haben und sich keine Sorgen machen zu müssen. Dennoch ist natürlich materieller Besitz und Reichtum und Geld kein Garant fürs Glücklichsein. Niemals, niemals. Und es gibt genügend Menschen, die viel Geld haben und dennoch sehr, sehr unglücklich sind, weil sie sich leer fühlen, weil sie sich einsam fühlen, weil sie vielleicht sehr krank sind und alles Geld der Welt ihnen nicht helfen kann. Ja, mit solchen Leuten möchte ich gerne sprechen, mit euch, die ihr Kohle habt, aber sagt, das ist irgendwie nicht mein Lebensglück. Ich bin unglücklich. 0800 220 50 50 oder mailt unter domian@wdr.de. Hier ist Stefanie. Stefanie ist 19. Guten Morgen. Guten Morgen. Hallo Stefanie, heute, ich habe ganz junge Leute hier an der Strippe. Ich bin ganz erstaunt. Stefanie, ja. Du bist eine reiche junge Frau? Ja, so kann man es sagen. So kann man es sagen. Wie kommt das, dass du sehr viel Geld hast? Ich habe reich geerbt. Ah ja. Von meinem Opa damals. Von deinem Opa.
Seitdem ich 4 Jahre alt war, ist mein Opa gestorben an Krebs. Mhm. Und seitdem, weil ich die einzigste Enkeltochter war, mhm. also bis da, ja. und mein Opa nur 6 Söhne hat und ja. er sich immer eine Tochter gewünscht hat, hast du die Prinzessin. Alles geerbt. Hast du alles geerbt? Ja. Aber das hat die Verwandtschaft nicht sehr gefreut wahrscheinlich. Es geht. Also die wollten im Prinzip nicht wirklich alle was davon haben. Die haben ihren Pflichtteil bekommen. Mhm, und den Rest, also das Haupt, habe ich bekommen. Das Anwesen plus das ganze Geld. Das Anwesen plus das ganze Geld. Wie hoch schätzt du denn dieses Vermögen, was du da geerbt hast damals? Es sind mehrere Millionen Euro. Mehrere Millionen Euro. Das heißt, ja. Gibt es dieses Anwesen, das Haus und das Grundstück, gibt es das noch oder ist das damals verkauft worden? Nein, das gibt es noch. Da wohnt zurzeit meine Oma drin, die aber auch sehr, sehr krank ist. Ja. Und das alle schätzen, dass ich in den nächsten Monaten dieses Anwesen wohl für mich alleine haben werde. Wo zurzeit noch meine Oma drin wohnt ja. und die Onkel von mir. Aber dieser Onkel hat kein Wohnrecht auf Lebenszeit. Ah ja. Und halt nur meine Oma. Mhm. Und nachdem meine Oma gestorben ist, müsste, wenn ich das nicht erlaube, mein Onkel ausziehen. Und du würdest dann da einziehen. Wie groß ist denn dieses Anwesen? Also wie viel Quadratmeter hat das Haus zum Beispiel? Das Haus hat circa 560 Quadratmeter. Ja, das ist schon ganz ordentlich, ne? Ja, schon und sehr herrschaftliches Haus. Komplett mit allem drum und dran. Da sind auch noch Felder mit dabei, mhm. Bauernfelder mhm. und. Also es ist schon ziemlich viel. Ich gehe mal davon aus, dass du auch verfügen kannst über Bargeld, so viel du möchtest. Ja. Das heißt, wenn du dir ein Cabrio kaufen willst, dann kaufst du dir halt ein Cabrio. Genau. So geht das. Ja. Hast du das denn bisher, und du kamst wahrscheinlich erst an das Geld ran, seitdem du volljährig bist? Genau, also ich wusste, seitdem ich 16 bin, wusste ich, dass meine Oma mir zum 18. Geburtstag was sehr Großes schenken will. Mhm. Und das war halt dann das Erbe von meinem Opa. Ach, das wusstest du vorher nicht? Nein, das wusste ich vorher. Ich wusste vorher nicht. Aber das haut doch ein 16-jähriges Mädel dann auch wahrscheinlich komplett um, ne? Wenn man plötzlich auf einen Schlag mit 16 Millionärin wird. Ja, das stimmt. Mhm. Wie nutzt du denn also, jetzt? Wie nutzt du jetzt das Geld? Wie lebst du? Lebst du sehr luxuriös? Ich habe von dem ganzen Geld, also meine Eltern selber sind auch sehr reich, weil wir eine eigene Firma haben und, ah, ja. und also von daher lebe ich nicht wirklich anders, weil das Geld ist auf dem Konto und da bleibt es auch, weil mhm. ich da absolut nicht dran gehe, weil ich finde, das Geld gehört nicht mir alleine. Ja. Und ich habe ein großes Problem, seitdem ich 18 bin, redet mein Papa nicht mehr mit mir. So, und jetzt sind wir bei dem Geld. Punkt unglücklich. Genau, ich habe dieses Geld geerbt und mein mhm. Papa weiß, wie es ist, wenn ich noch dieses Haus plus Anwesen erbe. Mhm. Und er weiß, dass ich dadurch halt nicht wirklich glücklich werde. Und warum spricht der Vater mit dir nicht? Ja, also ich habe von meiner Mutter nur erfahren, dass mein Papa nicht mit mir redet, weil ich dieses Haus, dieses Erbe angenommen habe. Mhm. Also ich hätte es natürlich auch verweigern können. Warum wollte er nicht, dass du es annimmst? Weil er der Meinung ist, dass ich dadurch nicht glücklich bin und dass ich dadurch nicht das bekomme, was ich will. Und deshalb spricht er mit dir? Weil ich dadurch zu viel Verantwortung habe. Und deshalb spricht er nicht mit dir? Ja, seit einem Jahr hat er nicht mit mir gesprochen. Kann man das verstehen? Ich verstehe das nicht. Also ich verstehe es auch nicht, warum es belastet mich. Also er will, im Prinzip will er das Glück seiner Tochter. Ja. Und er straft die Tochter aber, weil sie ein Erbe angenommen hat? Ist er neidisch auf dich? Das weiß ich nicht. Missgönnt er dir das? Ich weiß es nicht. Ich meine, er könnte froh sein, dass er, ich meine, das ist so eine tolle Sache, wenn die Tochter so eine tolle Erbschaft macht, dann müsste der Vater eigentlich sagen, pass mal auf, das ist eine hohe Verantwortung, ich helfe dir, ich bin erfahren, ich helfe dir jetzt mit dem Besitztum, mit dem Reichtum, mit dem Geld umzugehen. Stattdessen spricht er nicht mit dir. Nee, also es ist wohl so, er kümmert sich um mich, natürlich. Aber ich habe wirklich seit einem Jahr nichts mit ihm gesprochen. Wo? Kein einziges Wort. Er hinterlässt mir Zettelchen oder sonst was. Aber und Geld hinterlässt er mir auch, all möglichen Scheiß. Aber wobei, du brauchst dein Geld ja gar nicht. Nee, brauche ich auch nicht. Mhm. Aber somit tröstet er mich, meint er. Ja, aber das gibt doch gar keinen Sinn. Er tröstet dich, aber spricht nicht mit dir. Und gibt dir einfach Geld. Ja. Wohnst du noch im Elternhaus? Ja, ich wohne mit meinem Freund
im Elternhaus und vor allem, dass dadurch, also ich habe hier oben eine Wohnung alleine mit meinem Freund zusammen und dadurch, dass er nicht mit mir redet, ich liege jeden Abend mit meinem Freund im Bett und ich habe Fabi schon 10.000 Mal gesagt, wie sehr mich das belastet und er versteht mich auch und dadurch leidet auch meine Beziehung mit ihm. Verstehe. Welche Rolle spielt deine Mutter denn in diesem seltsamen Geflecht? Sie ist eigentlich mehr oder weniger Übermittlerin. Also steht sie eher auf. Ja, ist sie Dolmetscherin? Kann sie erklären, warum dein Vater, ihr Mann, sich so sonderbar verhält? Also erklären kann sie es mir nicht. Sie kann es mir wohl schönreden, aber erklären nicht. Also im Klartext, ihm wäre am liebsten gewesen, du hättest das Erbe, das heißt dieses, das Gesamterbe ausgeschlagen oder nur das Grundstück und das Anwesen? Das Ganze. Also ihm wäre am liebsten gewesen, du hättest das gesamte Erbe ausgeschlagen. Genau. Und was wäre dann mit dem vielen Geld geworden? Das wäre aufgeteilt auf die 6 Geschwister von meinem Papa. Somit auch auf ihn? Genau. Also kann der Grund auch nur darin liegen, dass er sauer ist, dass du vielleicht die Familie da entzweist? Ja, aber das ist ja nicht meine Absicht. Also im Gegenteil, ich behalte ja schon dieses Anwesen, ich verkaufe es extra nicht, weil mir dieses Anwesen wirklich so wichtig ist, weil ich da etliche Sommer drin verbracht habe mit meiner Cousine. Sind denn die anderen Leute, die anderen 6 Geschwister von deinem Vater, sind die auch wohlhabend? Ja, die sind alle wohlhabend. Das heißt, die haben es auch gar nicht so nötig, die haben selbst genug Geld. Das stimmt, die haben alle das nicht nötig. Und also die ganzen Geschwister von meinem Papa, meine ganzen Onkels, die gönnen mir das richtig. Die haben auch gesagt, dass die noch nicht mal auf diesen Pflichtteil bestanden hätten. Umso kurioser ist es. Dann kann man ja fast wirklich nur noch denken, dass er persönlich irgendwie neidisch ist, dass du auch so eine hervorgehobene Rolle bei deinem Opa hattest und nicht er. Aber eine Eifersuchtsgeschichte vielleicht auch. Ich glaube schon, weil mein Papa ist halt der erstgeborene Sohn gewesen und mein Opa wollte immer eine Tochter haben, immer. Achso, das könnte natürlich daher rühren. Ich weiß es nicht. Und dann bist du die, wie ich es gerade schon sagte, die Prinzessin gewesen. Ja. Und der ganze Fokus war auf dich gerichtet. Und jetzt kriegt die kleine Prinzessin auch noch das gesamte Geld. Ja. Es kann natürlich sein, dass er da irgendwie, dass da so ganz tiefe Gefühle angefacht worden sind. Ja, ich verstehe das nicht. Im Prinzip müsste er stolz auf mich sein, dass er halt, dass seine Tochter natürlich das geerbt hat. Ja, und er muss, ich habe etliche Cousinen, etliche, aber es ist halt, ich habe es geerbt und da sollte er doch stolz drauf sein, das verstehe ich nicht. Ich verstehe ihn absolut. Wie kann man so etwas lösen? Ich habe schon etliche Male versucht, mit ihm zu reden. Ich habe ihn darauf angesprochen. Ich weiß, wenn wir abends am Tisch sitzen, er redet kein Wort mit mir, er redet mit meinem Bruder, er redet mit meinem Freund, er redet mit meiner Mutter. Er sagt zum Beispiel meinem Freund, ja Fabi, wie geht's dir denn heute und was haben wir denn gemacht? Aber mit mir redet er nicht. Dann wenn ich dann versuche, mit ihm zu reden abends, dann sagt er immer, Maria, also meine Mutter, kannst du ihr bitte sagen, wie soll gehen? Unglaublich. Das ist ja eine bedrückende Situation. Letztendlich wird es darauf hinauslaufen, dass du nicht mehr in dem Haus wohnen wirst können. Dass du ihm auch dann aus dem Weg gehst. Ja. Ich weiß ja nicht, wer er so drauf ist. Vermutlich macht er sowas nicht. Wäre er denn bereit, die Situation von einem fachkundigen Menschen, einem Psychiater oder einem Therapeuten moderieren zu lassen? Nein, das glaube ich nicht. Das würde er nicht machen? Nein, weil er das nicht einsieht. Verstehe. Dann ist natürlich eine Wand da, die kann man nicht durchbrechen. Das heißt, du musst jetzt damit leben, wie er sich verhält. Das ist natürlich sehr schmerzlich, weil es dein Vater ist und die Familie kaputt macht. Und deine Beziehung ist auch noch belastet. Ja. Und letztendlich musst du auf Distanz zu ihm gehen. Was willst du machen? Du kannst ihn ja nicht zwingen, eine andere Meinung zu haben. Nee, das nicht. Also ich weiß auf jeden Fall, wenn das so weitergehen wird, weil mein Freund und ich, also Fabi, wir waren schon 10.000 Mal drauf und dran, uns zu trennen, deswegen, weil ich einfach nicht mehr konnte und dadurch auch unsere Beziehung so derbe leidet, das ging gar nicht mehr. So, jetzt möchte ich dich gerne noch was anderes fragen. Du bist so eine so junge Frau mit einem so hohen Vermögen, das weit in die Millionen hineingeht, ne? Hast du es mir gerade gesagt. Was sind deine Berufswünsche? Also ich bin ausgelernte Bürokauffrau. Ja. Ich habe meine Lehre gemacht. Ja. Und ich werde jetzt weiter studieren gehen. Was willst du? Ich werde Wirtschaft studieren. Wirtschaft, Was sind deine Pläne? Was willst du? Ich meine, das ist ja nur eine hohe Verantwortung, wenn man so viel Geld hat.
Was hast du so grobe Vorstellungen, wie du mit diesem Geld umgehen wirst in Zukunft? Ich weiß es noch nicht. Ich werde mich gut beraten lassen. Mhm. Auf jeden Fall. Ich werde dieses Geld anlegen, damit ich auch was für ihre Zukunft habe. Mhm. Weil bekanntlich sind die Rentenkassen ja leer. Na, darauf musst du dir ja keine Sorgen machen. Nee. Und ich werde einfach nur, damit ich mein ganzes Leben lang was von dem Geld habe und nicht nur ich, auch meine Familie und meine Kinder später. Ich finde ja auch immer sehr schön und sehr ehrenwert, wenn Menschen, die sehr viel Geld haben, wenn sie halt auch berücksichtigen, dass es sehr, sehr, sehr viele Menschen gibt, die bitter, bitter arm sind. Und dass man vielleicht auch ein bisschen von dem Geld, das ist ja ein großes Glück, was dir einfach so in den Schoß gefallen ist, dass du vielleicht auch ein bisschen was zurückgibst, dass du dich vielleicht an eine Stiftung beteiligst oder dass du genau überlegst, da könnte ich helfen, hier könnte ich helfen. Also ich habe schon 3 Partnerkinder. Ah ja. Das habe ich schon. Ich habe schon 3 Partnerschaften übernommen. Dann habe ich schon, ich habe schon von dem Geld was gespendet an, bei uns hier in der Gemeinde gibt es so eine kleine Stiftung, 1&1. Also das Thema ist für dich auch schon präsent, dass du auch damit Gutes tun solltest mit dem Geld. Und nicht nur für dich sorgen solltest. Nein, ich möchte es auf gar keinen Fall nur für mich haben. Ja. Weil ich selber eigentlich auch ohne Geld glücklich sein kann. Ja, und du musst immer bedenken, das ist einfach ein Schicksalsglück. Das Schicksal hat dir dieses Geld dahin gelegt, ne? Und da muss man immer wertschätzen, glaube ich. Und dann nur auch sehr, sehr viele Probleme. Natürlich, natürlich. Dazu. Klar. Aber wenn die Probleme zu groß werden, kann man immer das Geld noch abgeben. Das stimmt. Ne? Liebe Stefanie, ich wünsche trotzdem, dass dein Vater sich beruhigt. Ich habe die Vermutung, dass es nicht so schnell sein wird. Ich finde das sehr traurig und bedauerlich, aber dann wirst du die Konsequenzen ziehen müssen und deine eigenen Wege gehen müssen. Das stimmt. Ich wünsche dir alles Liebe, alles Gute und einen sehr guten und bedachten Umgang mit diesem vielen Geld. Dankeschön. Alles Gute, auf Wiederhören. Wiederhören. Tschüss. 0800 220 5050, unsere Telefonnummer. Und wenn ihr gerne mit mir sprechen wollt zu diesem Thema reich und unglücklich, dann meldet euch bei mir über Telefon oder halt über Mail. Jetzt habe ich Tom hier und Tom ist 63 Jahre alt. Guten Morgen. Ja, guten Morgen, Domia. Hallo Tom, schön, dass du da bist. Ja, wir haben ein kleines Problem. Ich weiß nicht, ob es an meinem Fernseher oder meinem Telefon liegt. Du kommst immer 5 Sekunden zeitversetzt. Ja, das ist so. Das ist durch die Satellitenübertragung. Am besten den Ton ganz runterschalten vom Fernseher. Auf 0. Ja, und wir sprechen übers Telefon. Ja, alles klar. Ja. Du bist ein reicher Mann. Ja, erst seit gut einem Jahr. Seit einem Jahr erst? Ja. Was ist geschehen vor einem Jahr? Ich habe Lotto gewonnen, wie der erste Anruf. Ehrlich? Ist das wirklich wahr? Etwas mehr. Wie viel? 1.057.590,50 €. Das ist ja fett. Das ist ja fett. Ja. Was hast du vorher gemacht? Ja, war ein Systemschein und nee, ich meine, was du vorher beruflich gemacht hast. Ich war zuletzt Kurierfahrer. Kurierfahrer, also ein ganz einfacher Job, wo man wirklich nicht viel Kohle verdient. Nö, und ich hatte 50.000 € Schulden mit meiner Frau. Ist ja Wahnsinn. Und dann so ein Millionengewinn. Ja. Ist ja Wahnsinn. Wie hast du es denn entdeckt? Hast du es auch irgendwie... Ich habe vom Fernsehen gesessen. Ja. Zahlen verglichen. Hab dann meiner Frau gezeigt, ich sag, guck mal, wir haben 6 richtige. Ja, sagt sie, hör auf, 20 mal 3 oder sowas. Mhm. Ne, weil sie wusste, sind Systemscheine, ne? Mhm. Aber dann gibt's ja so Hefte, kannst du nachgucken, ne? Mhm. Haben wir durchgeguckt, naja, einmal 6 richtige, 20 mal 3 richtige. Wahnsinn. Ja, Wahnsinn. War nicht schlecht. Wahnsinn. Glaubt man das in dem Moment überhaupt? Was? Glaubt man das? Realisiert ich man das? Ich hab's geglaubt, meine Frau nicht. Nee. Die hat erst geglaubt, wie wir nach Stuttgart gefahren sind, zur Lottobude, zur Lottozentrale. Und wie die gesagt haben, jawohl, Frau Tom, es stimmt. Es stimmt. Ja. Den Abend, als du es dann gesehen hast und verglichen hast, konntest du die erste Nacht schlafen? Ja. Konntest du? So. Du hast ein Gläschen getrunken, Flasche Bier oder ein Glas Wein, ich weiß ich nicht was. Und ganz cool rangegangen. Ja. Jetzt müsste man ja sagen, Tom, herzlichen Glückwunsch, super Sache, 63 Jahre alt, eigentlich ging es jetzt normalerweise in Rente und bekämst wahrscheinlich keine Dollar-Rente und hast 1 Million gewonnen. Ja. Aber du bist unglücklich? Ja. Warum? Weil ich werde nicht mehr viel davon haben, ich bin schwer krank, ich bin seit 2 Jahren Erwerbsunfähigkeitsrentner mit voller Erwerbsunfähigkeit. Mhm. Ich habe ein sogenanntes Bauchschlagader-Aneurysma, weil ich 50 Jahre am Qualm bin. Ja. Hat sich das verkalkt und dann wird die Bauchschlagader immer größer. Ja. Und irgendwann lässt man sie operieren oder das macht Bumm und dann war es das. Und wenn die Bauchschlagader platzt, ist man quasi sofort tot? Ja, so 2-3 Stunden später.
Warum lässt du sie nicht operieren? Nee, weil diese Ärzte mir gesagt haben, auch man liest ja inzwischen auch diese Berichte, wie ich meine Rente eingereicht habe vor 2 Jahren, dass da so drin steht, und das meiste kann man ja halbwegs verstehen, dass sie gesagt haben, ja, wenn der Dom so weitermacht, dann muss er irgendwann operiert werden, aber die wird er wahrscheinlich nicht überstehen. Ich hatte 2-mal TB im Leben, 1-mal Lungenentzündung als kleines Kind und wie ich mir vor Jahren mal habe die Zähne machen lassen, 6 unten, 6 oben, habe ich zum Kieferchirurgen gesagt, ich sage, komm, machst du mir eine schöne Vollnarkose und ziehst mir die 12 Dinger raus und fertig. Nee, sagt er, nicht bei ihrer Vorgeschichte. Also ich werde da nicht mehr viel von haben. Also das ist definitiv so, du hast dich jetzt auch nochmal erkundigt, dass die Operation... Also es gibt 3 Möglichkeiten, ich kann sie überstehen und überstehe sie super gut. Oder ich überstehe sie nicht und lande im Rollstuhl, weil der Rückenmark 6 Stunden lang keinen Sauerstoff kriegt, weil es kein Blut kriegt. Ja. Oder ich überstehe sie gar nicht. In welchem Verhältnis stehen denn die Chancen? Ja, die stehen nicht sehr gut. Zum Beispiel mein Hausarzt hat mir gesagt, also wenn du weiter rauchst, ich sage, was ist denn, wenn ich aufhöre zu rauchen? Ich sage, schaffe ich zwar wahrscheinlich nicht, aber wie wäre es denn? Ja, 2 bis 15 Jahre, ich sage auch mit rauchen, ja, 2 bis 3 Jahre, die 3 Jahre habe ich jetzt schon fast voll. Das heißt, sag ich, das schlechte Ergebnis, rauche ich nicht mehr 20, sondern 40. Ach, das heißt, nachdem du das weißt und nachdem du auch deinen Lottogewinn gemacht hast, rauchst du doppelt so viel? Ja, also ich habe den totalen Stress mit mir selber. Ne? Also unabhängig jetzt vom Lottogewinn oder so, das wäre wahrscheinlich also mit meiner Qualmerei und so weiter wahrscheinlich genauso gewesen, auch ohne Lottogewinn. Ne? Ich meine, insoweit bin ich glücklich. Meine Frau ist 20 Jahre jünger als ich. Sie wird nie wieder arbeiten müssen. Wenn sie mit dem Geld halbwegs vernünftig umgeht, das haben wir ordentlich angelegt. Ja. Ein Haus, in dem wir wohnen, ein Haus mit 6 Wohnungen, da, wo wir von den Mieten ein Einkommen regelmäßiges haben. Ja. Guten Teil in Aktien angelegt, der ist in einem Jahr um 60.000 größer geworden. Also da ist nichts verprasst worden an Kohle, sondern es ist richtig Schulden bezahlt. Solide angelegt alles. Ja, Schulden bezahlt und könnte ich mir vorstellen, du hast so viel Geld zur Verfügung, du könntest jetzt zu den Top-Spezialisten fahren, wo auch immer hin. Hast du dich denn da schon mal richtig kundig gemacht? Gibt es nicht vielleicht doch irgendwo im Ausland noch einen Spezialist, der das... Ja, ich weiß nicht, ich habe kein Internet und mit dem Computer, das ist auch nicht so mein Ding. Wenn mir da einer helfen könnte oder irgendwas wüsste, vielleicht hat ja einer mal eine Krankheit, das wäre natürlich ein geiles Ding. Und wir waren zum Beispiel jetzt mal, das waren so 2 der Wünsche, die wir uns erfüllt haben. Ja. Ich war mit meiner Frau voriges Jahr 1 Monat lang, 14 Tage viel mehr auf Malta. Da habe ich immer gesagt, wenn ich mal viel Geld habe, dann möchte ich da mein Lebensamt verbringen. Die Leute sind gut drauf, das schneidet nie und so weiter. Da war ich im Sommer 78 mal den ganzen Sommer lang. Und dann hatte ich immer mal den Traum, die alte Route 66 zu sehen und Amerika und so weiter. Dann waren wir jetzt im Mai mal 1 Monat mit dem Greyhound so quer durch. Da haben so alle Hand angeguckt, so Los Angeles und San Francisco und New Orleans und Memphis und Elvis und was weiß ich nicht was. Wie ist das, wenn ihr da so unterwegs seid in Amerika? Ja. Steigt ihr dann in so super Luxushotels ab? 5 Sterne? Nee. Das nicht. Also normal. Wir haben ein 30-Tage Greyhound-Ticket gebucht für den Bus. Ja. Für $522 und sind dann 1 Monat lang mit dem Greyhound rundgefahren. Also das ist so eine Bustour dann, ne? Ja, kann man ein- und aussteigen, wie man will. Und habt dann in normalen Hotels übernachtet? Ja, logisch. Also kein super. Quatsch. ist nicht so dein Ding. Nö. Aber du musst dann währenddessen, bist du ja eigentlich immer so in Bereitschaft, das könnte jede Stunde passieren. Ja, ich brauche nur eine volle Bierkiste schleppen, dann kann es vorbei sein. Zwei Stunden später. Das heißt, du kannst eigentlich das doch gar nicht so genießen. Nee. In dem Sinne für mich selber nicht mehr wahrscheinlich. Das heißt, ich habe schon ein paar Mal im Leben Glück gehabt. Ich bin mit 13 Mal im stillgelegten Steinbruch mit Kumpels unterwegs gewesen, bin verschüttet worden bis an der Halskrause. Die Jungs haben mich ausgegraben, weil sie das noch mitgekriegt haben. Dann habe ich 62, 63 beim Bund TB gehabt. Wie ich dann nach meinen 18 Monaten Grundwehrdienst nach Hause gegangen bin, sagt der Standortarzt oder wie der da heißt, ja, also TB ist aber gut verheilt. Ja, ich sag, dufte, wann hatte ich die denn? Ne? Ja, irgendwann in den letzten 1,5 Jahren. Ne? Also immer irgendwie ein Glückspilz. Ja, und dann 75, 76, das zweite Mal TB gehabt. Dann kam ich wieder nach Hause mit zu meinem Lungenfacharzt so zur Nachuntersuchung. Dann sagte, wie geht's denn? Ja, ist doch super, ne? Rauchen sie noch? Ja, ich habe nicht mehr 40 rote Hand ohne Filter, nur noch 20 Camel-Filter. Das ist immer noch zu viel, aber machen sich nichts raus. Ihre Lungen-TB ist gut ausgeheilt, aber sie haben jetzt ein Lungenemphysem. Sie werden innerhalb der nächsten 7 Jahren sowieso krampf, fürchterlich an irgendwie Lungen, was weiß ich, Lungenembolie oder Krämpfen oder wie das hieß, ersticken. Ja.
Ne? Und jetzt bin ich, vor zwei Jahren, drei Jahren, haben wir die Ärzte gesagt, also gehen Sie mal schön in Rente, Sie brauchen in diesem Leben nicht mehr in Deutschland arbeiten. Mhm. Kiste Bier schleppen kann für Sie schon zu spät sein. Jetzt bin ich schon über die drei Jahre drüber. Ja. Wer weiß, für wie viele Jahre ich dem Tod jetzt wieder von der Schippe springe. Also ich finde ja sowieso auf jeden Fall, Tom, dass du mehr dich informieren solltest. Wir sind hier gerne behilflich, wenn uns Zuschauer schreiben. Ja, das wäre toll. Ja, also wenn uns, sag nochmal die genaue Bezeichnung deiner Erkrankung. Bauchschlagader, Aneurysma. Genau. Und da suchst du im Prinzip einen Spezialisten, einen richtig guten Chirurgen, der auch mit einer sehr komplizierten Vorgeschichte, Krankheitsvorgeschichte, die du hast, sich eventuell daran trauen würde und dir Mut machen könnte, dass du das gut überstehst. So ja, daran trauen würden sie sich schon. Also ich bin hier in der Hochrheinklinik in Bad Säckingen alles halbes Jahr zur Untersuchung. Da heißt es immer auch von meinem Hausarzt, sie sind in der Diagnostik sehr gut und das Krankenhaus in Singen ist in der Operation sehr gut. Nur eine Garantie gibt mir keiner, ob ich noch wieder wach werde, natürlich, ob ich im Rollstuhl lande oder ob... Kleine Garantie wird keiner geben, aber wenn man kann sich ja so schlau machen und dann gibt es vielleicht da oder irgendwo einen tollen Professor und Chirurgen, wo man sagt, okay, bei dem riskiere ich das, bei dem mache ich das. Ja, logisch. Ich meine, ein bisschen Geld, wenn das was extra kosten würde, wäre mir scheißegal. Ist ja kein Ding bei dir. Oder 10 Jahre leben. Genau. Also uns mailen bitte, domian@wdr.de. Wir reichen das dann gerne an den Tom weiter. Das wäre toll. Ja. Jetzt habe ich noch eine Frage an dich, Tom. Wir haben es gerade schon gehört. Habt ihr oder hast du auch viele falsche Freunde jetzt bekommen, seitdem du so reich bist? Nee, wir sind ja, meine Frau und ich, wir sind ja nach Stuttgart hingefahren zur Lottozentrale und haben das mit dem Konto und mit dem Depot, Aktiendepot, alles schön in Stuttgart gemacht. Nicht da, wo wir hier wohnen, hier unten an der Schweizer Grenze. Ach so. Und ihr beide habt ganz Schweigen bewahrt, also nur ihr beide wusstet das? Ja, also einer vom Finanzamt und der Steuerberater. Ja, ist klar. Aber sonst weiß das so gut wie keiner. Bis heute weiß nicht. Eigentlich keiner. Und das kriegt auch keiner mit, nein, weil ihr auch kein aufwendiges Leben führt, ne? Nö. Da steht kein Rolls-Royce vor der Tür jetzt. Nö, ich habe zwei Gebrauchtwagen vor der Tür, die hatte ich vorher schon. Mhm. Die kaufen wir nach wie vor beim Aldi ein, also... Das ehrlich? Geht jetzt zum Aldi? Ja, oder zu Lidl oder Penny, was gerade soll man. Also im Prinzip hat sich das Leben gar nicht so viel geändert. Nö. Abgesehen von dem guten Gefühl... Uns kann finanziell nichts passieren. Eben, also wenn ich mir mal was leisten möchte, wenn ich mir ein paar neue Turnschuhe kaufen will oder neue Jeans, oder ich muss nicht mehr am 20. gucken, kommen wir bis zum 1. durch, die Zeiten sind natürlich vorbei. Hast du dir denn, habt ihr euch denn nicht irgendetwas Luxuriöses so gegönnt, wo ihr gesagt habt, na das kaufen wir uns jetzt mal, haben wir ein Leben lang, war das für uns kein Thema, was denn? Ja, meine Frau hat mir drei Sätze hier von den Euros hier in Monaco, Vatikanstadt und San Marino gekauft, die kosten fast ein Tausender. Was sind das? Drei Sätze, so Münzen? Ja, hier, die Euro-Münzen. Ach so, die Euro-Münzen. Die werden ja in so kleinen Sätzen geprägt. Ja. Da kostet ein Satz, der 3,88 wert ist, ungefähr 500 Euro fast. Ja, ist ja auch noch bescheiden bei den Verhältnissen. Ja, meiner Frau habe ich gesagt, komm, jetzt hast du mir für ein Tausender was geschenkt, dann habe ich ihr mal einen Brilli geschenkt für ein Tausender. Okay. Das ist aber alles auch wirklich im Rahmen des, des wirklich nicht protzigen und wenn einer ihn sehen würde, würde ich wahrscheinlich denken, das wären Zirkonien. So, lieber Tom, also ich habe den Aufruf gestartet an meine Zuschauer, wenn jemand da irgendwo was weiß in Richtung absoluter Spezialklinik, Spezialisten, uns bitte mailen. Und ich hoffe, dass da ein bisschen was bei rumkommt und ich wünsche dir und deiner Frau wirklich viele, viele, viele tolle Jahre noch. Danke und dass ihr noch das Geld gut genießen werdet können. Ich möchte auch noch was sagen, Domian. Ich gucke deine Sendung immer mal wieder, sage ich mal so, nicht jeden Abend oder jeden Tag. Man hat ja so 50 Fernsehkanäle. Aber wenn nichts mehr drin ist, bei dir um Kosten 1 bleibe ich dann immer hängen. Das ist nett, dass du sagst. Vielen Dank. Danke, Tom. Alles Danke Gute. Dir. Tschüss. Ade. 0800 220 50 50, unsere Telefonnummer, wenn ihr gerne mit mir sprechen wollt, zu unserem heutigen Thema reich und unglücklich, dann meldet euch bitte bei mir. Karin hat sich auch gemeldet. Karin ist 42. Guten Morgen. Hallo, Karin. Hallo. Ich höre irgendwie so einen ganz fernen Ton. Dann werden wir die Leitung mal kappen und die Regie wird nochmal neu versuchen. Dann machen wir weiter mit der Tanja. Tanja ist 27 Jahre alt. Hallo, Tanja. Ja, hallo. Hallo. Schön, dass du angerufen hast. Ja. Zu unserem Thema reich und unglücklich. Unglücklich, genau. Also ich habe geerbt 2004 im Januar nach dem Tod meiner Mutter. Die ganz plötzlich verstorben ist. Das war so eine Nachtaktion an einer Hirnblutung. Ja. Ja, und... Wie viel hast du gehabt? Wir haben, also ich habe noch einen Bruder und meinen Vater und wir haben jeder 2 Millionen.
Jeder 2 Millionen? Euro, ja, der Euro kam und wir waren reich. War die Mutter so wohlhabend? Ja, die war sehr wohlhabend, also meine Eltern beide. Mhm. Beide viel gearbeitet, Mama hat viel geerbt, hat damals ein großes Anwesen, also einen guten alten Bauernhof verkauft, ja, weil sie das beruflich nicht, ja, machen konnte. Und also wir haben immer gut gelebt, so. Mhm. Wir wurden, also uns wurde beigebracht, mit Geld umzugehen, also mhm, das nicht irgendwie zu verprassen oder mhm, so. Mhm. Aber wir waren in den Ferien immer weg, also haben es uns gut gehen lassen, mhm, aber haben halt nicht alles bekommen, was wir wollten. So, aber dann also, auf einen Schlag waren 2 Millionen Euro da. Genau, für jeden. Und mhm, ich habe bis heute nicht einen Cent davon angerührt. Ich arbeite weiterhin in meinem Beruf, ich bin Altenpflegerin. Ach. Und das war im Jahre 2004. 2002. Und das ist jetzt 4 Jahre her, also fast 5. Und ich habe nicht einen Cent davon ausgegeben. Warum nicht? Kann ich nicht. Warum? Also meine Mutter war irgendwie so der Mittelpunkt in unserem Leben so. Die mhm, hat die Familie immer zusammengehalten und wir sind alles sehr fröhliche Menschen und haben ganz viel zusammen gemacht. Also Familienzusammenhalt war immer ganz wichtig und so. Mhm. Und mir war die Meinung meiner Mutter immer so ganz wichtig, bei allen Sachen irgendwie. Hast du das Gefühl, dass du irgendwie, ja, weiß ich nicht, irgendeinen Verrat daran an deiner Mutter verübst, wenn du das Geld jetzt ausgibst? Nee, also ich habe so mein normales Einkommen ja, wo ich mit zurechtkomme, wo ich mhm, auch vorher mit zurechtgekommen bin. Mhm. Und ich frage mich dann immer, ob sie das auch für sinnvoll halten würde, wenn ich das dafür ausgebe, das Geld. Wenn du es einfach ausgeben würdest? Genau. Wo liegt das Geld denn jetzt? Was ist mit dem Geld? Das ist angelegt in Aktienfonds. Ja. Und also es kann nur mehr werden, nicht weniger. Ja. Aber das heißt, also, du hast wirklich noch nie das Bedürfnis verspürt, nee, ich gehe jetzt mal dahin und löse da irgendeinen Fonds, nee, ein bisschen auf, hole mir da Kohle? Nee, ich habe mir vor 2 Jahren ein neues Auto gekauft, mhm, und habe das finanzieren lassen. Was? Hast du es finanzieren lassen, obwohl du 2 Millionen Euro auf dem Konto hast? Ja, ich kann da nicht rangehen. Das ist, also, ich habe da mit meinem Vater drüber gesprochen. Wir haben so ein ganz tolles Verhältnis, auch davor schon. Ja, wie geht der denn mit seinem Erbe um? Auch so? Also, der steht in Lohn und Brot, ja, auch ziemlich gut. Also, arbeitet jetzt auch nicht mehr seit einem Jahr. Mhm. Und, ja. Also ihm ging es auch vorher gut finanziell, mhm, ohne dieses Geld. So. Aber der geht dann schon ab und zu mal an das Geld ran und verbraucht also das auch. Meine Eltern hatten 2 Wohnungen, die liefen auf meine Mutters Namen, die hat er natürlich behalten. Mhm. Davon hat er eine verkauft und hat an der Ostsee oben bei uns ein großes Haus gekauft, mhm, das meiner Mutter immer so gefallen hat. Mhm. Und da, also ist er jetzt, da fließt das Geld auf jeden Fall. Genau, da fließt das so, Geld. So, jetzt aber nochmal zu dir. Das muss ich jetzt noch weiter befragen, weil ich das noch nicht richtig verstehe. Du hast das Gefühl, deine Mutter würde das eventuell nicht wollen, dass du an dieses Erbe rangehst. Nee, nicht, dass ich es nicht will. Sondern? Ich würde mich fragen, wenn ich mir jetzt Dinge kaufe, mhm, ob sie das gut findet. Mhm. Das heißt, du hast ein schlechtes Gewissen, das Geld für irgendeinen Luxusartikel auszugeben, weil es eventuell deiner Mutter nicht, weil sie sehr sorgsam mit Geld rumgegangen ist? Also sie hat uns schon was gegönnt und wenn wir was toll fanden, haben wir es eigentlich auch bekommen. Ja. Aber nicht sofort und ja, ich würde mich fragen, ob das wirklich notwendig ist. So, wie wäre es denn dann mit folgender Idee? Wenn du so ein gespaltenes Verhältnis dazu hast, und auch vielleicht irgendwie ein schlechtes Gewissen nach dem Motto, ist das überhaupt nötig, das zu kaufen? Ich habe ja meinen Beruf. Dann nimm doch dieses ganze Geld und mache was Gutes damit. Das wäre sicher im Sinne deiner Mutter. Also ich habe jetzt... Spende das dahin, wo es wirklich nötig ist. Es gibt so viel bedürftige Menschen auf der Welt, in Deutschland auf der Welt. So viel unfassbare Armut. Da sind 2 Millionen Euro unglaublich viel Geld, wo du Leben und Leben und Leben retten könntest. Also ich habe jetzt, hier in Hamburg gibt es eine Klinik, die machen so Frührehabilitation, mhm, so für hirntote Patienten, ja, und mit so Hirnblutung, woran meine Mutter ja auch gestorben, ja, ist. Und da hatte ich auch schon überlegt, und weil ich ja nun auch als Altenpflegerin, mhm, so mit solchen Leuten zu tun habe, mhm, und da habe ich, also ich gönne das den Leuten, mhm. Und da kriege ich dann aber wieder Weinkrämpfe, wo ich dann denke,
meiner Mutter konnte man auch nicht helfen. Also das ist so, ich möchte, also... Nein, deiner Mutter konnte man nicht helfen, aber es wäre doch sehr im Sinne deiner Mutter, dass vielleicht ihr Geld anderen Menschen helfen kann. Das ist doch ein wunderbares Vermächtnis. Also dieses Geld ist so eine Belastung für mich seit 4 Jahren. Also wie gesagt, sie ist am 30. Januar gestorben und am 15. Februar haben wir dann erfahren, was uns halt erwartet, so an Geld und so. Mhm. Und also am liebsten hätte ich gesagt, lass es. Aber nochmal, Tanja, wenn das wirklich so eine Belastung ist, lass uns nochmal klar die Fragen und Antworten durchdenken. Warum wäre es nicht die beste Lösung, dieses Geld so anzulegen oder so zu verwenden, dass du Menschen damit glücklich machen kannst, dass du Menschenleben sogar retten könntest? Mhm. Die Macht hast du. Und die vergibst du im Moment, weil das Geld in irgendwelchen blöden Aktienfonds angelegt ist und wer weiß, welche unsauberen Dinge damit auch eingemischt sind. Vielleicht sind Rüstungskonzerne daran beteiligt oder was weiß ich. Nee, also das ist so ein ganz normaler Sparfonds. Egal, ist ja wurscht. Jedenfalls liegt es da jetzt irgendwo rum und irgendwelche Banker arbeiten damit. Du könntest das Geld nehmen und es wirklich Menschen, bedürftigen Menschen... Brauchen, ja. Ja. Und Menschen Leben retten sogar. Das muss man sich ja mal vor Augen halten. Ich bin ja so extrem begeistert davon, dass Bill Gates, dieser mitreichste Mensch der Welt, offensichtlich auch eine Erkenntnis gewonnen hat, dass er dieses unfassbar viele Geld, was er hat, gar nicht ausgeben kann. Nein, und eben, er hat ja jetzt diese große Foundation gegründet und engagiert sich sehr in Afrika. Das finde ich großartig. Ich glaube, dass man das sogar muss als sehr reicher Mensch. Das glaube ich auch. Und du bist in den verhältnismäßig auch eine reiche Frau. Und wenn du zumindest die Hälfte des Geldes nehmen würdest. Ich meine, 1 Million Euro sind ja immerhin auch sehr, sehr viel Geld. Mhm. Und guck dich um. Ich würde auch das nicht einfach blind irgendwo einer Organisation spenden. Ich würde mir das genau angucken, was ich mache, wenn ich so viel Geld hätte. Dass es auch da ankommt, wo es nötig ist. Ja. Und dann tust du Gutes mit dem Geld und kaufst dir kein Luxusauto oder ein teures Kleid, sondern du machst etwas, wofür du, wenn du mehr älter bist, auch gerade stehen kannst, dass du für dich sagst, das war gut, dass ich das gemacht habe. Mhm. Ich habe verzichtet und ich habe was Gutes gemacht in der Welt und das war sicher auch im Sinne meiner Mutter. Ja, es ist halt so ganz schwierig. Also es ist wirklich, dass mich das richtig belastet. Also mein Bruder hat Familie gegründet und hat sich ein tolles Haus gekauft und... Wie ist das denn eigentlich? Bist du auch verheiratet? Oder nee, ich bin Single. Du bist Single. Mhm. Das heißt, das lastet alles auf dir alleine. Ja, also ich spreche dann mit meinem Papa ganz oft drüber. Mhm. Und also am liebsten, ich habe immer, also wir gehen 2-mal die Woche auf den Friedhof gemeinsam. Mhm. Und am liebsten würde ich den Koffer Geld mitnehmen und sagen, hier, und so, Mutter kommt zurück, ne? Ja, also ist wirklich, klar, das ist natürlich klar. Das ist klar, aber das geht ja nun leider nicht. Wie war denn deine Mutter? Wie würde sie denn zu so einem Plan stehen, den ich gerade vorgeschlagen habe? Meine Mutter war immer so, also meine Mutter war sehr, sehr hilfsbereit. Mhm. Und also es kam immer drauf an. So, sie hat oft gesagt, so jeder ist sein eigenes Glückes Schmied, ne? Mhm. So, also wenn es einem weg, wenn man in eine schlechte Welt, sag ich mal, so in der dritten Welt oder so hineingeboren wurde, dann kann man da nichts für. Mhm. So, da muss man natürlich helfen. Sie hat auch mal ganz viel Geld gespendet und so. Ja, siehst du, das ist doch schon ein guter Anhaltspunkt. Das ist doch wirklich ein guter Anhaltspunkt. Es ist sicher 1000-mal sinnvoller, als es einfach nur da in den Fonds liegen zu haben. Mhm. Das kannst du ja auch nicht dein Leben lang vor dir herschieben, das Geld. Vor allem, wenn du sagst, das macht mich so unglücklich und ist für mich so eine Belastung, dann muss doch bald was geschehen. Ja, also wie gesagt, ich kann da für mich so nicht, also ich wüsste nicht, was ich mir kaufen sollte. Mhm. Weil ich habe alles. Ich habe eine schöne Wohnung, ich habe mein Auto, ich habe einen Job, ich habe Freunde. Also die besten Voraussetzungen zu sagen, weg damit und Gutes mit dem Geld tun. Ja. Liebe Tanja, ich wünsche dir ein gutes Händchen für das, was, wenn du es dann tun solltest, hätte ich hohen Respekt vor dir, wenn du es tust. Und dann würde ich mich freuen, wenn du uns auch nochmal informieren würdest darüber. Ja, habt ihr da Adressen oder an was man sich da wenden könnte oder an wem? Wir werden mal überlegen und dich nochmal anrufen, okay? Ja, dann habe ich noch was zu dem Vorredner. Mhm.
gibt den Professor Dr. Redler in Rissen, das ist bei Hamburg. Das ist ein Gastroenterologe. Ah ja. Der ist auch weit über Hamburgs Grenzen hinaus bekannt. Ja. Also ihr könnt dem gerne meine Nummer geben. Ja, okay. Also wir rufen dich ja eh gleich nochmal an, dann besprechen wir die Einzelheiten nochmal. Okay. Okay, also liebe Tanja. Danke gleichfalls. Auf Wiederhören, dankeschön. Danke. Tschüss. Tschüss. Und weiter geht es mit dem Fernand. Stimmt das, Fernand? Fernand. Fernand. Ganz genau. Ferdinand oder Fernand? Fernand. Meine Eltern haben es abgekürzt, den Namen. Verstehe. Fernand, 25 Jahre alt. Ganz genau. Fernand, du bist auch ein reicher junger Mann. Naja, kommt halt drauf an. Das ist halt ein bisschen sehr problematisch. Und zwar mein Opa, der wird, denke ich, bald sterben. Er ist seit Jahren krank, hat halt Krebs. Mhm. Und er hat in den 80er Jahren sehr viele Grundstücke gekauft und hat sie dann später für viel Geld wieder verkauft und hat sich dann von meiner Oma scheiden lassen, als er dann halt sehr viel Geld hatte. Ja. Und diesbezüglich hat halt mein Opa mit meinem Vater kein gutes Verhältnis mehr. Also die sprechen sich seit Jahren nicht mehr und ja, wie Katz und Maus. Ja, ja. Und wie ist dein Verhältnis zu dem Opa? Mein Verhältnis zu meinem Opa ist ziemlich cool, weil er ist sehr liberal, sehr weltoffen und mag mich auch sehr. Mhm. Und da er jetzt kurz vorm Sterben liegt, ist es halt so, dass ich dann umgerechnet 1,4 Millionen erben würde. Das weißt du schon so genau? Ja, also weil mein Opa auch mit mir und mit meinen Geschwistern auch einzeln gesprochen hat. Achso, es gibt also ein Testament? Und da bist du bedacht in diesem Testament mit ungefähr 1,4 Millionen. 1,4 Millionen, weil er hat noch einen Sohn. Ja. Und der ist körperlich behindert. Ja. Schwerstbehindert. Und deswegen hat er auch ein sehr gutes Verhältnis halt zu mir und zu meinen beiden Geschwistern. Mhm. Und er hat es uns halt auch vor kurzem nochmal gesagt und da gab es wieder. Dürfen wir fragen, warum hat er. Hat er, weil er einen behinderten Sohn hat, deshalb hat er ein gutes Verhältnis auch mit zu dir. Warum? Ja, zu uns auch, weil der Sohnemann, der versteht fast nichts. Also es genauso ist irgendwie erblich bedingt gewesen und hat einen behinderten Sohn noch. Mhm. Komplett, der nicht heiraten konnte, rein gar nichts. Und ich hätte nur nicht verstanden, wo der Zusammenhang besteht, dass er einen behinderten... Wegen dem Geld. Ja. Wegen dem Geld, dass in seinen Augen wir halt dann die Nächsten sind, die das Geld bekommen. Ach so. Diesbezüglich halt. Und weil wir auch ein sehr gutes Verhältnis zu ihm haben, bis auf meinen Vater. Wie alt ist dein Opa? Er müsste eigentlich jetzt 75, 77 Jahre alt sein. So, nun wollen wir natürlich hoffen, dass dein Opa noch möchte ich auch, aber er sieht nicht goldig aus. Und deswegen ist das Problem wieder so aktuell. Ja. Also so, jahrelang ging es halt so. Ja. Dass mein Vater immer wieder gesagt hat, falls dem Opa irgendetwas passiert, möchte ich halt nicht, dass ihr ein Erbe antretet oder irgendetwas erbt, weil er ist kein guter Mensch. Ach so, ich merke schon, da ziehen graue Wolken auf. Einmal natürlich deshalb, weil ihr traurig seid, wenn euer Opa stirbt, aber es wird dann auch gleich Streit entstehen, weil dein Vater nicht möchte, dass du erbst. Ganz genau. Ah ja. Das ist die Problematik. So was haben wir ja gerade schon mal so was Ähnliches gehört. Warum gönnt dein Vater dir das nicht? Nein, also das ist nicht mein Vater. Er ist eigentlich auch ein ganz cooler und er war auch immer jahrelang für uns Kinder da. Mhm. Und bei uns hat es an nichts gefehlt. Er hat auch mein komplettes Studium finanziert, meine Wohnung. Also er ist auch wohlhabend. Nicht so, nein, er hat es sich hart erarbeitet. Aber warum will er denn dann nicht? Weil mein Opa ihn dann im Stich gelassen hat, als er dann jung war, als er dann alles verkauft hat und sich auch von der Mutter, von meiner Oma getrennt hat. Verstehe ich, dass man da vielleicht eine differenzierte Meinung dann über den Vater hat. Ganz genau. Aber ich verstehe nicht, warum er dir das dann nicht gönnt. Es hat gar nichts zu tun. Mein Vater ist sehr religiös. Und er ist der Auffassung, dass mein Opa aufgrund von krummen Sachen und das weiß ich auch was, die Sachen teuer verkauft hat. Ach so, dass das schmutziges Geld ist. Ganz genau. Also er ist der Auffassung, dass es schmutziges Geld ist. Ich verstehe. Und das wäre moralisch verwerflich, das Geld anzunehmen. Ganz genau. Also diese Auffassung ist mein Vater. Du aber nicht? Nein, ich nicht. Das heißt, du freust dich schon auf die Kohle?
Ja, aber ich liebe auch meinen Vater. Mhm. Und das ist halt diese Zwiespalt. Mhm, also meine anderen Geschwister, die haben halt gemeint, okay, die würden auf das Geld verzichten. Mhm. Ich nicht. Ich möchte es eigentlich nicht. Die anderen Geschwister haben gesagt, wir verzichten auf das Geld, ja, weil wir auch der Auffassung sind, das ist schmutziges Geld. Ja, erstens das und zweitens meinen sie halt, nee, Papa möchte es nicht. Mhm. Also alle Achtung, ne? So freiwillig auf 1,4 Millionen Euro zu verzichten, da gehört ja schon eine ganze Menge Überzeugung dann dazu. Sind die anderen Geschwister denn auch schon in ihren jungen Jahren wohlhabend oder könnten die das auch ganz gut machen? Also meine älteste Schwester, die ist Ärztin und die verdient selbst ziemlich gut Geld. Ja. Und meine jüngere Schwester, die hat eh nicht so ein gutes Verhältnis, also sie hat auch ein gutes Verhältnis zu meinem Opa, aber halt nicht so, dass sie dann, wenn sie mal bei meinem Opa, also wenn sie mal Urlaub macht, weil mein Opa lebt nicht in Deutschland, er lebt halt im Ausland, und wenn meine Schwester halt im Ausland dann ist und so weiter, besucht sie nicht unbedingt immer meinen Onkel und meinen Opa in erster Linie. Und jetzt muss ich dich nochmal fragen, bist du denn ganz davon überzeugt, dass das sauberes, ich sag mal so, sauberes Geld ist? Oder ist dir das irgendwie wurscht, wie der Opa das damals verdient hat, das Geld? Also ich finde, dass mein Vater vielleicht ein bisschen übertreibt. Ob das halt sauberes Geld ist oder nicht, kann ich halt nicht so sagen. Das sind halt, ich kann nur das sagen, was mein Vater immer wieder gesagt hat, und mein Opa konnte ich nicht immer so drauf ansprechen. Mhm. Weil dein Vater begründet das schon sehr detailgenau. Ja. Ja. Mhm. Also er meint, es ist halt kein sauberes Geld, und mein Vater ist sehr religiös und mein Opa ist das überhaupt nicht. Mhm. Also ja, null. So. Wie wirst du dich jetzt entscheiden, wenn es das dann... Ist, ich weiß es nicht. Und all die Jahre war es davor, ich dann so, naja, ich entscheide, wenn es soweit ist. Mhm. Aber ihm geht es zurzeit wirklich gesundheitlich sehr, sehr schlecht. Mhm. Und vor kurzem hat er uns das auch mitgeteilt. Und jetzt weiß ich es wirklich nicht. Hm. Also ich meine, wenn es heute oder morgen oder in einem Monat... Gibt es denn keine Möglichkeit, das zu recherchieren, wie dein Opa das Geld verdient hat? Ja, also Geld verdient in dem Sinne, er hat halt Grundstücke abgekauft. Na gut, da kann man Leute zum Beispiel übers Ohr hauen und man kann Leuten auch Existenz nehmen. Ja, übers Ohr hauen, das war es halt so. Das hat er gemacht. Und ja, hat er Menschen auch ihre Existenz weggenommen? Nein, das nicht. Das ist immer die Frage. Nee, so nicht. Also so, der hat nicht erst nicht über Leichen gegangen oder so. Mhm. Das nicht. Also ich finde, da solltest du das von abhängig machen. Also wenn ich jetzt du wäre, würde ich mich da richtig reinknien und mal versuchen herauszukriegen, was ist da damals alles gelaufen. Und dann würde ich das mit an deiner Stelle mit deinen Werten mir anschauen und bewerten. Und dann ist das eine Gewissensentscheidung, ob du dieses Geld, was so entstanden ist, ob man das annehmen darf, oder du nimmst es an, und das Thema hatten wir gerade auch schon, und du tust was Gutes damit. Du gibst es wieder irgendwem, der es nötig hat, zurück. Was ja sowieso immer eine ganz tolle Sache ist, wenn man das macht. Ja, aber ich denke halt, ich bin 25 Jahre alt und könnte ja den größten Teil ja auch für mich gebraucht, für eine Kanzlei, Großkanzlei oder... Ja, aber das ist immer die Frage mit dem Geld. Ja, klar. Ich meine, ich werde bestimmt nicht so viel Geld irgendwann mal haben, und ich meine, ich bin 25 Jahre alt, ich will später mal eine Familie auch gründen und erfolgreich im Beruf sein, und da braucht man auch viel Startkapital. Ja, aber es gibt auch viele Leute, die kein Startkapital haben, ja, und die es auch schaffen. Ja, aber ich hätte ja die Möglichkeit, das ist das ja. Ja, klar. Ich meine, das ist aber es ist eine Gewissensentscheidung, es ist eine ethische Entscheidung, die du ja zu fällen hast. Deswegen, ich würde an deiner Stelle recherchieren und würde dann überlegen, kann ich das mit meinem Gewissen vereinbaren, das zu nehmen? Und wenn ich dann nur ansatzweise Bedenken hätte, würde ich es weggeben. Oder zumindest einen großen Teil des Geldes weggeben. Ja. Ich meine, deine Geschwister nehmen es ja auch nicht an. Ja, aber... Du meinst, weil die schon genug haben, oder wie? Ich bin auch ein guter Mensch, aber ich bin halt nicht so wie meine Geschwister. Also alle Finger sind ja auch nicht gleich, alle fünf Finger, die sind ja auch alle ganz unterschiedlich. Und so ist es ja auch bei den Geschwistern, dass jeder halt unterschiedlich ist. Die haben halt ganz andere Werte, einige sind, was weiß ich, die eine ist so... Die Frage ist, du bist jetzt 25 Jahre alt, ja. Versuch dich mal hinein zu versetzen, wenn du 50 bist. Und von der Warte aus, ob du dann sagen kannst, das war eine richtige Entscheidung. Da stehe ich auch nach 25 Jahren noch voll dahinter. So musst du versuchen, die Entscheidung jetzt zu treffen. Jetzt muss ich die Entscheidung treffen, dich leider zu verabschieden, weil die Sendung vorbei ist.
Ich wünsche eine gute Entscheidung, die du da triffst. Alles Liebe. Ich auch. Tschüss. Danke dir. Ja, tschüss. In der Technik. Annette.